Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Ein strahlendes Hallo, lieber YouTube-Zuschauer, Podcast-Hörer und so weiter und so fort bei einem neuen Podcast Coffee Interview Talk mit dem lieben Olaf Schild. So, zu Olaf die kurze Anmoderation. Olaf Schild ist der Top-Experte und Redner im Bereich Vertrieb im B2B-Bereich im deutschsprachigen Raum. Auch er ist über 20 Jahre in seinem Thema drin, hat mit seinem Podcast Wachstum Booster mehrere 100.000 Hörer schon erreicht und hat somit sein Business aufgebaut und baut auch andere Personen damit auf. Macht natürlich unter anderem Mitgliederveranstaltungen, Events, Tagungen und so weiter, was halt so ein normaler Keynote-Speaker halt alles so macht oder auch respektive Trainer. Das zu Olaf Schild. Herzlich willkommen, lieber Olaf Schild, in meinem Pod-Coffee-Talk, meinem Podcast, Michael Weihrauch-Podcast. Es ist mir eine Ehre, dass du da bist. Ja, ich hab dir zu danken für die Einladung. Es hat mich total gefreut, überrascht, dass ich in deinem großartigen Podcast zu Gast sein darf. Du hast ja ganz tolle Interviewgäste und wir kennen uns ja schon eine Weile und sind ja ähnlich aufgestellt, vertriebstechnisch. Du machst Authentizität im Verkaufen. Ich mache ein bisschen die Sichtbarkeit im Verkaufen und natürlich auch ganz viel im B2B-Bereich. Und umso mehr freut es mich auf das heutige Interview. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen, die mich jetzt erwarten werden. Ich hoffe, ich kann sie zur Zufriedenheit deiner Hörer beantworten. Das kriegen wir doch hin. Die allererste Frage, mein lieber Olaf. Wie bist du zu dem Thema gekommen, Vertrieb? Wie bin ich zu dem Thema Vertrieb gekommen? Du meinst so grundsätzlich, wie ich überhaupt in den Vertrieb reingekommen bin? Richtig, oder? Grundsätzlich, wie bist du da reingekommen? Das hat bei mir mit 15 angefangen. 15 habe ich, das ist eine ganz witzige Geschichte, mit 15 habe ich ein Auto von meiner Tante geschenkt gekriegt. Das war so ein alter Fiat, man hat gesagt Polski Fiat, der Nachfolger Fiat 500. Den hat sie nicht mehr durch den TÜV gekriegt. Ich bin 1,92 Meter groß, also der geht mir ungefähr bis zur Hüfte oder ging mir bis zur Hüfte, also sehr kleines Auto. Und ich habe den damals gerichtet und ich war natürlich mit 18 nicht so das Traumauto und habe den natürlich gleich verkauft, sehr gewinnbringend verkauft und habe gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Und so habe ich mir immer wieder Autos gekauft, die gerichtet und wieder verkauft und habe gemerkt, okay, da ist vielleicht ein bisschen Talent da oder ein bisschen Können. Habe dann eine ganz klassische Industriekaufmann-Ausbildung gemacht und war da im Vertriebsinnendienst, habe während der Ausbildung Südostasien betreut im internationalen Export, was für mich eine große Herausforderung war, weil seinerzeit das Englisch noch nicht so der Hit war. Also Englisch war für mich immer eine Fremdsprache. Und habe mich aber da durchgeboxt und das hat dann gut geklappt. Und so habe ich dann ganz verschiedene Stationen gemacht, Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst. War schon als Unternehmer tätig in der Touristik, habe da Reisen verkauft und Reisen organisiert. Bin zuletzt wieder in der Industrie gelandet, bevor ich mich wieder selbstständig gemacht habe und war da 7 Jahre Vertriebsleiter im internationalen Bereich. Habe Länder wie Nord-Südeuropa, also Gesamteuropa betreut, die Emirate, Afrika, Nord- und Südamerika, habe da auch die Märkte aufgebaut, vor allen Dingen in Amerika und Südamerika. War da viel unterwegs und ja, Vertrieb hat zu mir gehört. Ich war da ein bisschen ausgebrannt, was Vertrieb anging und dann habe ich gemerkt, okay, Vertrieb fehlt mir doch ein bisschen. Bin wieder auf dieses Thema gekommen. Also long story short. Long story short, aber eine coole long story short Geschichte. Da hast du eigentlich schon gleich die zweite Frage eigentlich auch schon beantwortet, wie bei dir alles angefangen hat. Ne? Du hast quasi zwei Fragen mit einer Klappe geschlagen und die dritte hast du auch schon gefragt. Soweit beantwortet, aber noch nicht so ganz. Okay. Also die zweite Frage war, wie hat alles bei dir angefangen? Das hast du alles da beantwortet mit Asien und so weiter und so fort. Ja. Aber wer oder was hat dich in der Vergangenheit dazu geprägt, Vertrieb zu machen?
Oh, was hat mich dazu geprägt? Also ich habe einfach immer eins sehr geschätzt im Vertrieb und das ist auch für mich heute noch so. Es ist einfach, es ist ein People-Business. Also sprich, Vertrieb funktioniert von Mensch zu Mensch. Egal, ob du jetzt einen Online-Shop hast, hast du immer auf der gegenüberliegenden Seite einen Menschen sitzen, wo deine Produkte kauft. Und das ist wirklich sowas, was für mich der Reiz war. Und selbst wenn du ein Produkt hast, was du verkaufst, hat jeder Kunde andere Anforderungen. Also sprich, er hat einen anderen Bedarf, warum er dieses Produkt kauft. Also zum Beispiel, was ich besonders geliebt hatte, war in der Touristik. Es konnten drei Familien hintereinander reinkommen. Alle drei Familien hatten andere Anforderungen an ihren Urlaub, andere Bedürfnisse. Die einen wollten eine Ferienwohnung, die anderen wollten eine Kreuzfahrt und die dritten wollten vielleicht einen Abenteuerurlaub machen. Also das heißt, du durftest dich immer wieder individuell darauf einstellen, auf den Kunden. Kennst du ja wahrscheinlich aus deiner Telekom-Vertriebszeit. Mhm. Und das war für mich so dieser Reizfaktor und es ist auch heute noch so. Also wenn Menschen zu mir kommen, haben sie ja auch immer eine andere Herausforderung. Mhm. Auch wenn sie natürlich ein Kernthema haben, das heißt, sie möchten sichtbarer werden, sie möchten mehr Abschlüsse haben, aber sie haben andere Herausforderungen. Der eine hat vielleicht schon ein bisschen Vertriebserfahrung oder Verkaufserfahrung, der andere fängt bei null an. Der eine ist schon ein bisschen sichtbar, möchte den nächsten Step erreichen und der andere traut sich noch nicht mal zu zeigen. Und das ist wirklich so was, was für mich einfach dieses Business ausmacht. Auch jetzt das Trainer-Mentoring-Business ist einfach so diese Vielzahl an unterschiedlichen Herausforderungen, wo du hast und Themenstellungen, wo du dann eine Lösung dazu anbietest. Und das ist für mich Vertrieb, also auf den Kunden eingehen, ihm eine passende Lösung anbieten und nicht irgendwie was aufschwätzen, aufdrücken. Richtig. Ich weiß, du bist genauso wie ich kein Verfechter des Verkaufens auf Druck oder Hard-Selling, das mögen wir beide nicht, weil ich finde immer alles, was unter Druck passiert, erzeugt Gegendruck. Der Kunde kriegt eine Käuferreue und sagt irgendwann, nee, ich möchte dieses Produkt nicht oder ich möchte diese Dienstleistung nicht und das ist keinem geholfen dabei. Richtig, also dieses Push und Pull, ja. dieses ständige Pushen und diesen Pull-Marketing mag ich auch nicht. Also das ist, ja, das hat auch damals bei der Telekom auch sehr viel ausgemacht, dass ich sagen kann, dieses Pushen und dieses hartnäckige Dranbleiben, nee, das ist eben nicht der Fall. Und habe da auch ein bisschen geguckt, wie machen das die Amerikaner, wie macht Apple das? Ne? Und das ist halt auch so spannend gewesen. Genau. Ja. Die vierte Frage, ich würde eher die vierte zur fünften Frage machen. Habe ich denn die dritte jetzt beantwortet? Die dritte hast du schon beantwortet. Das okay. Ist mega, mega. Also die Vergangenheit, da hast du auch schon so richtig auch schon ein bisschen auch gesagt, dass das in deinem Wertesystem halt so passend für dich auch rübergekommen ist, dass es eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung ist und dass du halt wirklich sagst, dass es das Problem von dem anderen zu erkennen. Ne? Und das hat alles gepasst. Vierte Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die vierte Frage zur fünften Frage umwandeln soll. Das mache ich jetzt einfach. Du hast ja eigentlich schon die Unterlagen gekriegt, aber ich mache das jetzt. Ich bin da jetzt sowas von spontan und ertreten, spieße ich einfach mal um, weil ich will da eine Lebendigkeit kriegen. Und zwar die vierte Frage ist, was war dein größter Fehler dabei und was hast du gelernt daraus? Wir machen ja alle Fehler. Wir sind alle Menschen, wir dürfen alle Fehler machen. In meiner Vertriebstätigkeit mein größter Fehler? Ja, oder? Ja generell. Von der Vertriebsfähigkeit auch bis jetzt her, wo hast du deinen größten Fehler gehabt und was war dein Tipping Point aus diesem Fehler? Was hast du damit genommen? Also mein allergrößten Businessfehler habe ich 2009 begangen oder in dem Jahr 2009, 2008, 2009. Das war während der großen Weltwirtschaftskrise. Ich war fast 10 Jahre selbstständig oder halt Unternehmer. Ich hatte mehrere Niederlassungen mit mehreren Angestellten. Und das war nicht die erste Krise, wo ich durchlebt hatte. Aber ich habe einen Fehler gemacht, was mein Mindset angeht. Ich bin in den anderen Krisen immer reingegangen. Okay, welche Chance bietet sich mir hier? Was kann ich denn besser machen? Und welche Möglichkeiten sehe ich hier? Jetzt ist es so, Touristik war natürlich seinerzeit in den 2000ern sehr gebeutelt. Also es war gefühlt alle 2 Jahre irgendeine Krise, sei es über die Attentate 9/11, dann die ganzen Terroranschläge weltweit, Tsunami, Flugzeugabstürze durch Terror. Und
Wirtschaftskrisen, wo noch da einhergegangen sind. Also gefühlt hattest du alle 2 Jahre irgendwie eine Krise und irgendwann warst du natürlich auch krisenmüde. Und ich hatte 2008 damals expandiert, ein zweites Geschäft übernommen von einer Kollegin, die altershalber aufgehört hatte. Fehler Nummer 1 war damals, die Zahlen habe ich von meinem Steuerberater gegenprüfen lassen. Der sagte, es ist in Ordnung, ich hätte noch einen zweiten mit hinzuziehen sollen. Also da hat irgendwas nicht gepasst, was ich später herausgestellt hatte. Dritter Fehler war, oder größter Fehler war tatsächlich das Mindset. Ich bin damals in diese, das war ja diese große Finanzcrash, wo alles so gekommen ist. Touristik kam immer ein bisschen später. Das war so ein bisschen so wie so ein Domino-Effekt. Irgendwann bist du dran gekommen. Bin ich mit der Einstellung rein, ich gehe nicht in die Insolvenz. Wenn man sich ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt und auseinandersetzt, das Universum versteht kein Nein. Und was ist das? Du hast den Fokus komplett auf dieses Thema Insolvenz gelegt. Also du hast gar nicht mehr die Möglichkeiten gesehen. Und da bin ich dann auch wirklich tatsächlich mental gescheitert, muss ich sagen. Also ich habe den Karren so richtig an die Wand gefahren, krisenbedingt, war aber auch ein bisschen so hilflos und das erste Mal hilflos, so richtig hilflos, weil egal, was ich gemacht habe in den Jahren zuvor, hat nicht mehr funktioniert. Also irgendwie die Marktgesetze waren komplett ausgehebelt, wie ja momentan auch wieder. Spannenderweise, wobei ich jetzt anders rangehe an die Situation. Und also Mindset ist sehr, sehr entscheidend. Egal, was du machst, guck immer nach der Lösung, guck nach einer Option, guck nach einer Möglichkeit und guck nicht nach einem Problem. Das ist für mich so dieses große Learning gewesen in dieser Situation, was mir auch jetzt während Covid sehr gut geholfen hat. Ich habe 2019, während meine Speaker-Karriere so richtig stark, 2020 so richtig stark hochgegangen, ganz viele Auftritte gehabt. Und was kam? Covid. Das C-Thema, wir müssen ja gucken, dass es nicht da, da bin ich offen. Also ich spreche wirklich Corona an jetzt mittlerweile, weil ich auch draus aus Covid eine Chance gemacht habe, für mich eine Chance experimentiert habe, von der Anstellung bis jetzt zum selbstständigen Unternehmer. Ne? Auch nicht die beste Zeit. Ist auch nicht die beste Zeit, aber ich habe so viel von der Festanstellung damals Telekom und jetzt noch rübernehmen können und mit rübergenommen, diesen Spirit, war immer schon da, dass ich sagen kann, wo ist der Plan B, wenn Plan A nicht funktioniert. Ne? Wenn die Telekom dir sagt, es war jetzt nicht die direkte Telekom, wo mich angestellt hat, sondern eine Franchise-Agentur, wo mich angestellt hat. Wenn die sagt, der Vertrag läuft aus oder wir können dich mit weiter unterstützen oder so weiter beschäftigen, weil das und das und das ist, musste immer irgendwie ein Plan B sein. Das ist immer so, immer ein Plan B, C, D in der Tasche zu haben, wie zum Beispiel Network Marketing, Affiliate Marketing oder halt auch eine eigene Selbstständigkeit zu ein anderes Produkt zu entwickeln, zum Beispiel Online Marketing oder halt auch ein Trainerbusiness durchzustarten. Wobei ich zu diesen Plänen gebe ich dir bedingt recht. Alternativpläne sind gut, wenn sie dich nicht von deinem Ziel abbringen. Das wollte ich auch noch sagen, genau. Also wirklich, man soll zwei Pläne haben. Wenn der eine nicht funktioniert, sollte, kann der andere funktionieren, aber immer der Hauptfokus richtig Plan A haben. Ja, ich mache es immer ganz, ich tue es immer ganz gerne verbildlichen. Ich sage, okay, wenn ich wohne ja unten im süddeutschen Raum, also unterhalb von Stuttgart, wenn ich mit dem Auto nach Hamburg fahren will, ist so der Klassiker die A7 über Würzburg, Kasseler Berge und so. Und da sind natürlich sehr viele Brücken. Gehen wir davon mal aus, worst case, das stürzt eine Brücke ein. Also sprich, A7 ist gesperrt, die Straße unten durch auch. Mehr ist die Variante, okay, ich komme nicht nach Hamburg. Was gibt es für eine Variante? Ich bleibe da in dem Auto sitzen, Haar aus und warte, bis irgendwann die Brücke gebaut hat. Also werde ich wahrscheinlich alt und grau werden und ich suche nach einer Alternative. Was viele machen in so einer Situation, sie drehen um und fahren nach Hause. Richtig. Also sprich, oder suchen sich ein anderes Ziel. Also sprich sagen, okay, jetzt ist vielleicht Würzburg, nee, gehe ich nach Würzburg, gehe ich nach Hamburg. Das ist das mit Plan B, wo dich vom Ziel abbringt. Alternative wäre zu sagen, okay, wie komme ich noch nach Hamburg? Setze ich mich in den Zug, fahre mit dem Zug oder nehme ich den Flieger oder nehme eine andere Autobahn, wo wir bei deinen Plänen wären.
Und so ging es auch an. So ist mir dann damals auch 2020, wo der erste Lockdown kam, ganz viele Auftritte storniert, eigentlich alle storniert. Die Veranstalter gibt es heute zum Teil gar nicht mehr. Einen habe ich letztes Jahr online durchgeführt davon. Und dann stellte sich mir natürlich die Frage, okay, was machst du jetzt? Ist deine geplante Sichtbarkeit ist weg. Ich habe nach Alternativen gesucht. Und für mich waren natürlich die Alternativen dann Online-Kongresse. Also sprich, es gibt immer Möglichkeiten zu gucken, wie kannst du trotzdem dein Ziel erreichen? Und das definitiv, also Learnings, richtiger Fokus halten auf seine Gedanken, ganz wichtig achten. Wir werden einfach das Resultat der Gedanken, wenn du einfach Bullshit denkst, kann nichts Gescheites am Ende des Tages rauskommen. Und noch ein großes Learning, wenn man es vielleicht jetzt auf das jetzige Business betrachtet, klarer sein in der Positionierung von Anfang an. Aber das ist auch so ein Learning, da darf man sich reintasten. Ich meine, du hast dich auch reingetastet mit deinem Business. Okay. Darf man sich auch ein bisschen experimentieren, da darf man nicht zu hart sein, aber dann darf man es durchziehen. Genau, also ich habe auch gesagt, ich positioniere mich schon in der Richtung Karriere, respektive Verkaufstraining mit Authentizität und mit dem, was ich alles so geben kann und halt in den Sachen, wo ich sagen kann, Leute, das geht auch anders. Ihr braucht nicht die große Einwandbehandlung und Abschlusstechnik, wenn ihr von Anfang an eine gute Bedarfsermittlung macht, ne, und den Kunden wirklich das Problem zusammen, gemeinsam lösen tut. Genau. Ist so. Die meisten vergessen diese Bedarfsanalyse, die bedarfgerechte Analyse, dieses Problem erkennen und dann gemeinsam mit dem Kunden, respektive Partner, Klienten und so weiter und so fort, auch die Lösung zusammenzufinden und mit Begeisterung die Produkte zu verkaufen, ohne die großartig zu verkaufen zu müssen. Es sind halt auch einfach zu viele Berater da draußen und keine Verkäufer. Richtig. Also sprich, ich sage immer, Fachidiot schlägt Kunde tot. Mhm. Sie bieten einfach was an, wo sie gar nicht wissen, will der Kunde es tatsächlich, nur weil es bei XY das richtige Thema war. Auch so ein gutes Beispiel. Ich bin begeisterter Sportwagenfahrer, hatte schon den einen oder anderen, bin aber mittlerweile Familienvater. So jetzt, wenn ich ins Autohaus gehe, wo ich zuletzt meinen Sportwagen gekauft habe, meinen letzten, und der würde sagen, hier haben wir den neuesten BMW Z4 und ich suche aber das Familienauto, weil er einfach mit der Annahme ausgeht, ich will wieder ein Z4 haben. Mhm. Und bietet mir dann einen an, also komplett an mir vorbei, also gar keine Bedarfsanalyse gemacht, du sagst, das ist das Schöne. Ne? Ja. Bedürfe können sich ja auch ändern. Genau, Bedürfe ändern sich tagtäglich. Ja. Ich habe auch, meine Bedürfe ändern sich auch tagtäglich. Egal in welcher Situation ich bin, die ändern sich immer, bei jedem. Richtig. Das war eine richtig krasse, richtig schöne, ausformulierte Antwort zu der Frage 4 mit dem größten Fehler. Die fünfte Frage: Welche Geschichte ist für dich am aktuell wichtigsten Bezug des Sichtbarkeitsmodus im Vertrieb respektive auf Social Media? Soll man auf alle Kanäle omnipräsent sein oder soll man sich fokussieren auf nur einem Kanal anzufangen oder legst du da deinen Schwerpunkt? Wo musst du denjenigen da beraten? Also tatsächlich können wir auch wieder bei den Fehlern. Ich habe am Anfang alle Kanäle bespielt, weil ich gedacht habe, ich hab den Fehler gemacht, ich habe am Anfang alle Kanäle bespielt, weil ich dachte, ich müsste alle Kanäle bespielen. Bis ich bei einem meiner großen Mentoren war, Christian Bischoff, der hat zum Beispiel auch ganz klar gesagt, okay, sucht euch einen Kanal und es ist auch sinnvoll für den Anfang. Wenn man eine gute Zielgruppenanalyse macht, braucht man nicht auf allen Kanälen sein. Es macht nicht für jeden Sinn, auf TikTok zu sein. Es macht nicht für jeden Sinn, auf Facebook zu sein. Es macht nicht für jeden Sinn, auf LinkedIn zu sein, nur weil das gerade boomt oder bei Instagram. Je genau du deine Zielgruppe kennst, desto genau weißt du, wo hält sie sich auf. Erreichst du deine Zielgruppe dort. Und Punkt 2 ist, wenn du alle Kanäle bespielst, bist du viel beschäftigt, hast am Ende des Tages keinen Umsatz gemacht. Richtig, genau.
Weil es ist einfach zeitraubend. Nehmen wir das Beispiel, letztes Jahr ist Clubhouse aufgetaucht. Clubhouse konntest du Nächte verbringen mit den Talks. Oh ja. Manche waren von früh morgens bis spät abends da. Ich habe es ein bisschen beobachtet. Ich war eher immer als Gast drinne. Ich habe mir die Räume, weil ich natürlich auch mit meinem Podcast und so genügend zu tun habe, das weißt du selber, ein Podcast macht einfach Arbeit. Und auch mit den anderen Kanälen, wo ich einfach nicht so, zu dem Zeitpunkt nicht so die Energie hatte für Clubhouse. Muss aus heutiger Sicht sagen, ist richtig, weil Clubhouse ist gefühlt, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, tot. Clubhouse, also nach dem Hype Clubhouse war es tot. Ich war auch sehr lang aktiv da drin, habe auch ab und zu mal war auf den Bühnen, aber mittlerweile muss ich sagen, Clubhouse ist tot. Das ist genauso wie jetzt der neue Boom LinkedIn Audio. Das ist auch schon wieder Zeit verfressen. A, kann ich bei Clubhouse oder bei LinkedIn Audio oder bei Facebook Audio meine Statistiken, meine Analysen nicht analysieren, was gut performt und was nicht gut performt. Dieses Background, das habe ich bei einem Podcast oder das habe ich bei einem YouTube-Video, das habe ich bei den ganzen Beiträgen bei LinkedIn, und ich mag ja LinkedIn viel mehr wie Instagram und Facebook. Natürlich response ich mein Content und verwerte meinen Content auf die andere Plattform, aber meine Hauptplattform ist, und by the way, LinkedIn, und damit habe ich 2018, Ende 2018 damit angefangen, ein richtig Personal Branding reinzukriegen und auf mich gebrandet und nicht auf die Telekom gebrandet, wo ich angestellt war, sondern auf mich gebrandet. Ne? Ich habe meine Sichtweise im Kundenservice, im Shop erklärt, wie das und das funktioniert. Und dann hat es sich wieder gespielt. Ich habe eine Branding-Sachen geguckt, wie ich mich brande, wie ich den Markenauftritt für mich mache und nicht für die Telekom. Ne? Na, ich wollte jetzt kein Markenbotschafter sein in dem Sinne für die Telekom, sondern ich wollte mein eigener Markenbotschafter sein. Natürlich habe ich einen oder anderen Markenbotschafter dadurch kennengelernt, ne, die ich jetzt noch liebe und mich mit denen austausche, was mit der Magenta-Welt auf sich hat. Ne, und hier immer wieder auf neue Produkte empfohlen werde. Aber ich habe gesagt, hier meine gelbe Wand, das ist mein Branding. Ne? Gelb ist mein Branding. Gelb ist meine komplette Farbe, weil ich A, Borussia mag, natürlich auch Eintracht, aber mehr das Gelbe, auch weil ich das Diskmodell, die Analyse des Diskmodells machen habe lassen, dass ich ein gelben Typ bin. Deshalb kommt da auch diese gelbe Farbe im Vorschein. Natürlich habe ich die zweite Farbe, ist das Blaue. Ne? Spannend. Und deshalb habe ich gesagt, hier, ich brande mich erstmal auf LinkedIn, habe halt die große LinkedIn-Influencerin angeschrieben, die Celine Flores Williams, und habe mit der sich ausgetauscht und immer wieder ein paar Fragen in den Kommentaren geschrieben, und die hat mir auch zurückgeschrieben und zurückkommentiert. Und das hat auch nochmal eine Sichtbarkeit gebracht in mein LinkedIn-Profil. Dieses Gegenkommentieren, wirklich mit wertvollen Worten gegenkommentieren. Genau. Macht Sinn. Also, wie gesagt, nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen. Nein, ich würde nicht alle Kanäle am Anfang bespielen. Es kann einen ganz leicht überfordern. Wenn man sagt, okay, die Großen machen es auch, man darf immer eins nicht vergessen, die Großen haben ein Social Media Team im Hintergrund, die es machen. Ich bin auch ein Freund von Content Recycling. Gar keine Frage. Das kann man machen. Mache ich auch bei manchen Kanälen, wo ich weiß, okay, es ist trotzdem keine Response da. Aber man darf sich da wirklich bewusst machen, wo sind meine Kunden, und vielleicht sind auch meine Kunden gar nicht bei Social Media, dann ist es wirklich vergeudete Zeit. Ja, also ich habe jetzt durch jetzt LinkedIn einiges schon bewegt, habe da auch schon einige Sachen Kundenkontakt bekommen, aber der meiste Traffic, wo ich jetzt gemerkt habe, ist Instagram. Na, wo die Kunden doch buchen. Na, natürlich ist Instagram ein Beziehungsaufbau. Na? Das ist genauso wie im Verkaufsgespräch. Na? Der erste Kontakt ist immer mal ein Nein. Na? Aber beim zweiten oder dritten buchen die sofort. Na?
Ja. Aber das ist ein langer Prozess. Na, ich sage ja auch, Social Media ist ein Marathon und kein Sprint. Ja, ist alles ein Marathon, kein Sprint. Und das ist ja das, was auch viele vergessen, auch bei dem Thema Sichtbarkeit und sagen, okay, die anderen sind so schnell so groß geworden, Thema Podcast, dass die aber zum Teil 4, 5 Jahre gebraucht haben, um diese Größe zu erreichen. Und zum Beispiel einer meiner Mentoren, Christian Bischoff, hat 5 Jahre gebraucht, um überhaupt mal erstmal richtig sichtbar zu werden. Und zu Ja. der Zeit war es mit Sicherheit einfacher, wie es heute ist, weil es noch nicht so viele Leute gab. Aber auch er hat seine Zeit gebraucht. Und so ist es bei ganz, ganz vielen. Und das sieht man nicht. Wir sehen ja immer nur diesen Moment, wenn die aufblitzen. Was da für Arbeit im Hintergrund ist, sieht man ja nicht. Beim Christian ist es ein wunderbares Beispiel, genauso wie bei Tobi oder beim Hermann. Die haben auch jahrelang gebraucht, obwohl Hermann Gottvater Sanz der Top-Redner, der Redner ist. Ne? Der hat auch lang gebraucht, dass er online sichtbar ist. Ne? Aber nimm gerade mal Hermann. Hermann war bis vor 2 Jahren, sage ich jetzt mal, für die breite Masse gar nicht bekannt. Richtig, genau. Den Der kannten war wirklich nur Redner richtig. und Trainer, die Redner oder Trainer werden wollten oder ihn auf Vorträgen oder halt Firmen. Aber jetzt so Genau. für die große Masse, wie er es jetzt erreicht, ist so die letzten Ja, 2 Jahre passiert. richtig, das ist richtig, genau. Oder 3 Jahre sind es ja schon wieder, die Zeit rennt so dahin. Und das ist ein Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und mittlerweile kriege ich ja auch schon von Leuten gegenkommentiert hier das und das. Ich habe jetzt gerade 2, 3 Tage vorher, wie wir das Podcast-Interview jetzt aufnehmen, habe ich bei meinem YouTube-Kanal eine Nachricht gekriegt von jemandem, den ich gar nicht kenne, aber der mich kennt, noch damals von meiner Ausbildung, aber auch noch respektive jetzt von meiner Telekom-Zeit, wo als Kunde, der bei mir reinkam, ne, wo ich im Store in meiner Heimat war. Ne? Natürlich habe ich in mehrere Stores gearbeitet, weil ich dann für die Firma dann halt auch schnell, weil die Firma halt auch schnell gemerkt hat, hier der Herr Warauf kann halt ein bisschen mehr und den tun wir ein bisschen fördern. Genau. Und das ist das Thema Sichtbarkeit, also ein Das war Beispiel bei jetzt, mir. genau, das war bei mir jetzt die Thema mit Sichtbarkeit im Online-Marketing. Das war das Thema Sichtbarkeit, wie trainiere ich die Menschen an die Systeme ran? Wie trainiere ich die Mitarbeiter in dem Verkaufen? Ne? Ja. Und wie gehe ich mit dem Kundenservice um? Natürlich habe ich da auch hin und wieder mal Fehler gemacht. Bereue ich die Fehler? Dazu. Nein, ich bereue die Fehler nicht, weil ich aus diesen Fehlern gelernt habe. Ne? Und weil ich meiner Methode und meiner Mission immer treu geblieben bin. Ja. Ein Fehler gehört dazu. Ist Genau. einfach so. Die sechste Frage. Welche Tools nutzt du bei der täglichen Arbeit in Zusammenarbeit mit Sichtbarkeit, mit der Zusammenarbeit mit deinen Klienten, Kunden und Coaches? Ganz unterschiedlich. Eins nutzen wir jetzt gerade, ist Eins, Zoom. okay. Zoom ist wirklich nicht mal wegzudenken aus meinem Alltag, nutze ich ganz viel für die Online-Trainings. Dann Canva nutze ich ganz viel für die Posts. Finde ich eine super geniale Plattform, vor allem wenn du es Pro hast, du kannst so viele gute Sachen machen mit Freistellen. Und wenn du sonst eigentlich ein Photoshop oder sowas benötigt hast und du hast so coole Grafiken, wo du auch individuell gestalten kannst. Ich habe Tools wie Builderall, ich habe Tools wie, ich habe meine Business Academy liegt bei Coachy zum Beispiel, ClickFunnels, Quentin als E-Mail-Programm, wobei das machen meine Technik-Gurus im Hintergrund. Da sind die da fitter, ja, machen das schneller wie ich. Wobei Builderall mache ich noch sehr viel. Also ganz unterschiedliche Sachen, aber wie gesagt, so im Coaching-Business Zoom und dann natürlich erkennbar ganz klar für Postings. Audioschnitt mache ich mittlerweile mit, habe ich früher mit Audacity gemacht, mache ich mittlerweile zum Beispiel mit dem Mac, also mit dem GarageBand, weil der so gut aufzeichnet, dass du eigentlich gar nichts mehr groß nachschneiden musst. Okay. Ja gut, ich nutze noch wirklich Audacity. Na, hol die mir dann rüber auf mein iPhone und dann schneide ich die direkt in meine ganzen Sachen in CapCut, meine ganzen Videos.
ist es so schnell, weil ich kann da auch direkt auch noch andere Grafiken reinblenden und kann halt sagen, hier das und das und das, liken und so weiter und so fort am Anfang oder am Ende oder in der Mitte. Und ich kann halt das halt punktgenau trennen, ne? Ich kann mir die Zeit anschauen, wie lang geht jetzt die Folge, wie lang geht jetzt das Video, ne? Und dann kann ich hier sagen, mach einen Cut. Und dann kann ich bei diesem Cut nochmal neu anfangen. Wo machst du es dann? Wer ist es? Bei CapCut. CapCut, okay. CapCut. Ne? Das gibt es als App für iPhone, respektive auch für andere Smartphones, auch für Tablet. Aber ich nutze grundsätzlich momentan nur CapCut. Canva nutze ich auch. Und ja, das sind halt so Links. Für meine ganzen E-Mail-Sachen und CRM nutze ich HubSpot. Das ist ein all-inklusives Tool, wo ich meinen Kundenmanager-Tool, meine Teilnehmer, meine Partner und so weiter und so fort, da manage ich alles. Ne? Ich kann direkt auch direkt über die App anrufen. Ich gehe einfach in die App rein. Telefoniere mit dem Kunden, wenn es ein neuer Kunden ist und wenn er zu dem Termin ja sagt, dann kann ich das hinterlegen als Follow-up-E-Mail. Dann schicke ich dem dann entweder nach dem Telefonat gleich eine E-Mail oder halt am nächsten Tag. Super. Das ist halt viel, viel einfacher, wie mit Outlook zusammenzuarbeiten. Na, natürlich habe ich auch noch einen Background, wenn die Plattform auch mal versagt, noch Outlook. Aber ich finde die Lösung mit HubSpot eine mega coole Lösung, weil ich kann direkt einen Newsletter erstellen. Ich brauche kein E-Mail-Programm externes. Super. Das hast du bei Quentin auch, weil Quentin ist ja E-Mail-Autoresponsor und ein CRM-System in einem. Weil bei diesem ganzen E-Mail-Marketing, da brauchst du entweder Clicktip oder Mailchimp und so weiter und so fort. Das alles, du hast mehrere Accounts und dann weißt du irgendwann mal dein Passwort, nicht? Ne? So geht es mir momentan mit meiner Steuer. Wenn ich mein Steuerpasswort nicht weiß, dann muss ich immer gucken, welches Passwort das ich da eingegeben habe. Wegen dem Elster-Zertifikat. Und deshalb habe ich gesagt, da muss eine einfachere Lösung her und nicht. Seitdem, dass ich das aktiv letztes Jahr mich in dieser Akademie, die haben ja auch eine Akademie bei HubSpot eingelesen habe und eingelernt habe, bin ich Feuer und Flamme für diese Plattform. Cool, schön. Ich finde, dann darf auch jeder mal so seine finden, die für ihn passt. Also nicht jedes System passt für jeden. Also muss man ganz klar Ja, klar, sagen. logisch, logisch. Ich meine, für den einen, vielleicht sagt die Plattform jetzt, HubSpot jetzt nichts, dann macht er halt sehr viel mit Clicktip, ne? Was auch eine gute Plattform ist. Ne? Aber ich habe auch gemerkt, ich will alles auf einer Plattform haben und dann sagen hier, ich hole meine Daten runter in eine Excel-Datei, speichere die ab auf meine Festplatten-Server respektive, wo ich dann halt auch nochmal händisch verwalten kann. Und ja, ich mag es halt einfach, dass es nicht mehr so fremdgesteuert wird, genauso mit Digistore und so weiter und so fort. Ich gehe weg mehr von Digistore und mache meinen eigenen Shop auf, so dass ich meine eigenen Daten in meinem eigenen System einpflanze. Ne? Weil Digistore will ja auch irgendwie Geld haben von einem. Ne? Und deshalb sage ich, ich hole mir jetzt alles, was ich jetzt bei Digistore noch habe, irgendwann mal rüber zu meinen eigenen Plattformen. Habt ihr jetzt auch in der Zeit sehr viel geguckt, wie ich meinen Shop noch verbessern kann, wie ich das noch verbessern kann. Und da habe ich ein paar Bezahlungsplattformen reingemacht, wie zum Beispiel bei mir kann man jetzt über Apple Pay bezahlen, PayPal, Google Pay ist noch offen, aber Kreditkarte, Visa und so weiter. Ja, perfekt. Genau. Wie sieht dein normaler Start aus? Dein typischer Tag? Von, sagen wir mal, heute Morgen, respektive heute Morgen jetzt nicht mehr, sagen wir mal, ab morgen früh. Wann stehst du auf und wann gehst du ins Bett? Also, ich bin keiner dieser 5 Uhr Aufsteher.
Was habe ich gemacht, wo ich angestellt war? Da habe ich tatsächlich, ich bin um 5 aufgestanden, habe meinen Sport gemacht und gefrühstückt. Und mittlerweile sieht es aber so aus, dass ich so zwischen 6, 7, halb 8 aufstehe, bin ich ehrlich. Dann schnappe ich erstmal den Hund, gehe eine Runde raus, dann frühstücken wir zusammen, also mit den Kindern, und dann kommt der Kleine in den Kindergarten und dann geht es dann ins Büro rein und na klar, nach Duschen und ganzen Zeug, geht es ins Büro rein und dann kurz E-Mails checken und dann Kundenakquise, je nachdem. Heute ist zum Beispiel mein Podcast-Interview-Tag mittwochs. Also da habe ich mir auch jetzt mittlerweile so die Prioritäten gesetzt. Anfangs habe ich es auch immer an dem und dem Tag gemacht, aber das kann ich euch nur empfehlen. Macht euch da fixe Termine, fixe Tage, weil ihr einfach besser planen könnt. Genau. Und ja, und dann arbeite ich aber oftmals bis um 10 am Abend. 10 oder 11. Also ich arbeite mittlerweile lieber abends raus und effektiver. Ja, abends kann ich jetzt nicht so effektiver arbeiten. Also ich weiß auch nicht. Also morgens, ich bin ein Frühaufsteher sowieso. Deshalb morgens ist Priorität erstmal kleines Workout, entweder zu Hause im Home-Dings, wo ich ein bisschen was eingerichtet habe. Da habe ich im Hintergrund dann Apple Pay laufen, also die Apple Fitness. Mache ich so ein paar Übungen, was ich so machen tue. Dann frühstücken und dann halt auch gemütlich in den Start starten, PC hochfahren und so weiter und so fort. E-Mails werden gar nicht gecheckt. Die werden erst abends gecheckt, weil das ist ein Zeitfresser für mich gewesen, wo ich gesagt habe, die E-Mails, wenn was reinkommt, sehe ich das sowieso auf dem Smartphone. Dann kann ich da auch Reagieren. darauf antworten, wenn es wichtig ist, wenn es unwichtig ist, erst am Abend. Ja. Ich habe mich auch generell von jedem Newsletter rausgetrennt, außer vom Hermann seinem und von dem Tobias Beck. Die zwei kriege ich noch, aber sonst bin ich in keiner Newsletter-Panel mehr eingelistet, genau, wo ich sagen kann, das lenkt mich jetzt ab, weil ich brauche doch einen klaren Fokus. Ja, ich lese schon gar nicht mehr. Obwohl, man sollte sie immer lesen, ne, wenn man was schreibt. Ja. Genau. Dann die achte Frage. Welche Tipps würdest du Anfänger, Anfängerinnen für dein Thema mitgeben? Gerade respektive nochmal auf die Sichtbarkeit. Ganz klar, werdet euch von der Positionierung klar. Hört da aber auch ein bisschen auf das Herz. Findet die Zielgruppe heraus. Also sprich, wer ist meine Zielgruppe? Wie denkt sie? Wie tickt sie? Welche Sprache spricht sie? Wo finde ich sie? Grundvoraussetzung. Geht nicht von der Annahme aus, was bei euch funktioniert hat, funktioniert auch bei eurer Zielgruppe. Auch wenn ihr vielleicht eure Zielgruppe angehört, kann das ein ganz anderes Thema sein. Dann ganz wichtig, EPAs, Einkommen produzierende Aktivitäten. Also sprich, schau, dass du auch guckst, dass du regelmäßig Umsatz reinkriegst, dass du vielleicht ein funktionierendes System hast, was dir regelmäßig Kunden reinbringt. Sei es die Akquise, sei es ein Funnel. Und das muss kein komplizierter Webinar-Funnel sein, das kann man auch einfach aufbauen. Oder Facebook-Gruppe, je nachdem, aus welchem Bereich du kommst. Also Facebook-Gruppe hat für mich nie so richtig funktioniert, fand ich immer vom Aufwand zu hoch für den Output, weil rauskam. Für andere funktioniert das super, da darf man natürlich auch ein bisschen rumexperimentieren. Aber wirklich gucken, dass Einkommen reinkommt, das ist so die Hauptpriorität, und dann die anderen Dinge machen. Das ist wirklich so das Wichtigste am Anfang. Genau. Und ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, zu viel Social Media gepostet, gemacht und zu wenig Einkommen gehabt. Und da kannst du sehr viel Zeit verplempern, verbrennen. Du bist viel beschäftigt und hast noch nichts verdient. Genau. Ja, das mache ich auch so. Also ich nutze wirklich Kombination zwischen digitalem Vertrieb und klassischem Vertrieb. Was bedeutet jetzt für dich jetzt als Zuhörer klassischer Vertrieb und digitalen Vertrieb? Der klassische Vertrieb ist ganz normal. Du hast ein Telefon und wählst deine 200 Kaltkontakte
an und pitcht sein Produkt. By the way, es geht nur im B2B-Bereich, nicht wollte ich gerade sagen, im B2C-Bereich. Ja. Aber dazu kommt auch noch mal ein extra Beitrag, wo ich jetzt gerade fertig bin am Schreiben. Bitte, bitte macht keine Kaltakquise im Privatkundenbereich, darf man nicht. Nur teuer. Wird teuer, nur im B2B-Bereich, weil wenn du ein B2B-Dienstleister bist oder ein Produkt hast für die B2B-Branche, dann darfst du auch die B2B-Kunden akquirieren für dein Produkt. Genau. Und selbst da bewegen wir uns in einem Graubereich, muss man ja sagen. Muss man sagen, aber es wird toleriert, das, weil die sich eigentlich als Werbeplattform da ja, sehen. Genau. Aber Beitrag kommt noch demnächst. Vielleicht schaffe ich es noch nach der Aufzeichnung, den Beitrag irgendwann noch zu planen, weil ich werde dann auch noch respektive auf meinem Blog veröffentlichen. Genau. Aber ansonsten digitalen Vertrieb, Content, Social Selling in Begeisterung mit deiner Zielgruppe zu arbeiten. Erzählt, was ihr macht, erzählt es aus persönlichen Gründen und dann könnt ihr immer den Call to Action zu euren Produkten machen. Und am besten Learning habe ich auch gemerkt, die Links immer in die Kommentare schicken, nie oben im Beitrag. Und was auch noch ein Punkt ist, das wirst du bestätigen, Lernverkaufen. Auf jeden Fall auch das Lernverkaufen, richtig. Ja, ja. Da schenken viel zu wenig Aufmerksamkeit. Lieber 10.000 Zertifikate und Ausbildungen, anstatt einmal ein gutes Verkaufstraining, auch für die Mitarbeiter. Genau. Das ist ein großer Hebel für den Umsatz. 70% aller Firmen nutzen nicht ihr vertriebliches Potenzial. Und das, obwohl sie Vertriebsmannschaften haben. Genau. Deshalb sage ich auch, und da bin ich in Calvin Hollywood sehr dankbar. Also Calvin, wenn du das hörst oder siehst, bin ich auch ihm sehr dankbar, dass er gesagt hat, dass man sollte rausgehen, wenn du was weißt und wenn du was kannst. Auch sagt auch Michael Ehlers, wenn du reden kannst, wenn du reden tust, dann sollst du rausgehen. Genau. Mhm. Ja. Die 9. Frage. Ja, doch. Die 9. Frage, welche Projekte hast du in der Zukunft geplant? Einige. Also ich hoffe, dass wieder mehr Präsenz möglich ist. Das ist natürlich das eine, es wird bei mir einen Kongress geben dieses Jahr, Online-Kongress. Erstmal im ersten Schritt mein erstes eigenes Buch. Ich bin jetzt bei 7 Büchern Co-Autor. Also das 7. erscheint dieses Jahr. Aber jetzt wird es Zeit für das eigene Buch. Oh ja, wird bald Zeit bei dir, ne? Ja, definitiv. Immer Co-Autor zu sein, ist auch nicht so schön. Ich meine, bringt auch die Sichtbarkeit? Unbedingt. Es ist nicht so wie ein eigenes Buch, muss man ganz klar sagen. Ein eigenes Buch ist doch ein bisschen besser. Also ich merke, weil du wirst ja zwar auch gelistet, also die Bücher, die meisten sind bei Amazon erschienen oder sowas und du stehst schon mit drin als Autor, aber steht immer der Hauptautor vorne auf dem Cover. Es wird immer sein Buch sein. Ja. Und das ist auch zu Recht so. Er hat ja die Idee gehabt, er hat es ins Rollen gebracht. Genau. Aber ein eigenes Buch bringt dir natürlich schon nochmal mehr Sichtbarkeit und das finde ich so mega bei dir. Du bist ja gleich mit deinem ersten Buch gestartet. Ich finde es immer so faszinierend, was du raushaust mit deinem Tempo. Also Respekt. Ja, und das erste Buch, das ist wirklich nur ein E-Book mit 22 Seiten. Ne? Also das verkaufe ich für 2,99 €. Meine Marge ist unter aller Würde. Also das ist... Mit Büchern wirst du nicht reich. Mit dem wirst du nicht reich. Mit einem Bestseller wahrscheinlich könnte man sagen, ja, wenn du einen hast, der Ghostwriter von dir hat, aber ein Ghostwriter kostet auch wieder Geld, deshalb dann arbeite ich lieber an meinem wirklichen Buch 3 Jahre lang und dann bringe ich es raus. Also dieses große Buch, was ich natürlich auch schon ein bisschen angefangen habe zu schreiben, abends vom Bett gehen, vom Schlafen gehen, wo ich rein diktiere auf meinem Smartphone und dann transkriptiere am Morgen beim Frühstück.
entsteht auch noch irgendwas, aber das ist wirklich ein Prozess. Das ist ein Buch, ist ein Prozess. Also es ist auch, ich merke, bei mir hat das reifen dürfen. Klar, man sagt immer, man braucht ein Buch, aber ich finde, es kommt dann die Zeit und jetzt ist bei mir so die Zeit da, wo ich wirklich merke, okay, jetzt darf es raus und dann kommen wahrscheinlich gleich mehrere. Richtig, genau. Wenn man einmal begonnen hat. Nee, und natürlich wieder Offline-Events. Das ist schon so das Ziel, ja. Auf jeden Fall, also offline will ich auf jeden Fall auch gerade mit meinem Barcamp will ich das ja auch im zweiten Quartal, dass das offline ist, habe da auch schon ein bisschen kalkuliert, weil die Veranstaltung soll natürlich bei mir sein in der Region und der Veranstaltungsraum, habe ich jetzt erfahren, jetzt wo ich gerade akquiriert habe, kostet doch ein bisschen mehr dieses Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, da ich ja nicht alles selber irgendwie in die Hand nehmen müssen die Tickets natürlich ein bisschen kosten. Ne? Und da habe ich halt auch so meine drei Preisstrategien gemacht, so S, M und L, so Starbucks-mäßig, like a boss. Ne? Und ich gesagt habe, okay, das kannst du jetzt auch nehmen, dann kannst du irgendwann mal das fertig mal machen, das Konzept. Aber erstmal warten, bis die Marke alles offensichtlich fertig ist, dass die auch ich dieses R dann nutzen kann für die Website und so fort. Ja, also bei mir ist auch der Gedanke zu sagen, erst der Online-Kongress, daraus dann irgendwann, wenn der den Namen hat, weil du kriegst ja dann auch Kontakte. Und ich habe es ja auch schon mit Events versucht, vor knapp 2 Jahren. Wenn du nicht genügend Kontakt hast, tust du dich schwer, so ein Event zu füllen. Und dass dann aus diesem Online-Kongress auch ein Offline wird, dann wird es wahrscheinlich beide Varianten geben, ja. Genau. Nee, ich werde, wie gesagt, dass durch diese Kontakte, was da so entstehen, das dann auch vielleicht in der zweiten Hälfte als Offline-Variante machen, wo halt Ticket kostet. Natürlich, weil dahinter ist ein Apparat, der muss auch gefüttert werden, die ganzen Dienstleistungen, was da bezahlt werden müssen, und so weiter und so fort, müssen ja auch vorfinanziert werden. Und ich Das ist kann nicht jetzt ohne, nicht, ja. das ist nicht ohne, genau. Und das andere wird dann auch dementsprechend immer wieder stattfinden, weil ich mag das gerade diese Business-Events zu machen, zu planen und halt auch selber hinzugehen, weil hier in meiner Region gibt es wenig Möglichkeiten, Business gibt es noch keiner, der irgendwie ein Business-Event macht oder gemacht hat. Und ich will der Erste sein und ja, ich denke mal, da habe ich ein gutes Know-how zwecks dem BVMW und der GSA zusammen. Also das ist ein tolles Netzwerk, wo ich beide Netzwerke miteinander verbinde. Das, Wichtig, äh, gehen musst du es auch durchziehen. ich sehe das, ich sehe das gnadenlos durch. Das ist mir scheißegal. Egal wie viele Steine, dass ich in den Weg gelegt bekomme, ich baue immer mir mein Haus daraus. Da kommen wir auch gleich zu der 11. Frage. Nee, sorry. Zehner. Ich mach die 10. Frage zur 11. Frage und die 11. Frage zur 10. Frage. Was ist deine Vision, Mission? Meine Vision. Normalerweise sollten wir sie ja nicht teilen, du weißt das. Ich bin ein Freund von diesem Vision, Mission, weil die Vision ist was Größeres. Und die Mission ist was Kleineres in dem Sinne, ne, die Mission steuert den Weg zur Mission, zur Vision. Warte. Ja. Ich habe dich nicht gehört. Okay, meine Mission ist es tatsächlich, den Menschen zu verhelfen, in die Sichtbarkeit zu kommen, ihr Business profitabel aufzubauen und vor allen Dingen gute Verkäufer zu werden, weil es bringt ja kein gut sichtbares Business etwas, wenn sie es nicht verkauft kriegen. Und die Vision ist tatsächlich, du kennst diese Top 100-Liste, da drauf zu stehen. Oh ja, das ist also im roten Buch der Speaker-Exzellenz zu stehen. Das ist auch noch so eine große Ja. Vision. Aber die Vision, die hat jeder, glaube ich, von den Ja. Rednern. Genau. Viele, ja, genau. Meine ist auch Gedankentanken auf der Bühne zu Ja, das stehen. definitiv. Steht Ist bei mir auch auch mein. ganz auf dem Vision Board drauf.
Aber die Gedankentanke, das kann ich erreichen mit der GSA. Ich muss nicht irgendwie bei Gedankentanken eine Rednerausbildung machen. Die kann ich bei der GSA machen und dann komme ich automatisch auf die Bühne von der Gedankentankenbühne zu Stefan Friedrich, weil Stefan Friedrich ist ja da bei der GSA. Ja. Ist auf jeden Fall ein super cooles Ziel. Letztes Jahr ist eine meiner Visionen in Erfüllung gegangen oder eine meiner Ziele. Es war tatsächlich Entrepreneur University. Mhm. Da bin ich jetzt an der Founders Zone vertreten, was mich sehr ehrt, weil da wirklich ja die Top-Trainer und so dabei sind. Da bin ich auch mit dem Kurs drin. Also der Founders Zone, das ist auch noch ein schönes Ding. Das, ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Kommt auch vielleicht noch irgendwann mal. Da ist das natürlich das nächste Ziel, auf ein Event zu sprechen. Und da wird es wahrscheinlich einiges sich tun in der nächsten Zeit. Genau. Also wobei die es auch schieben müssen, natürlich C-bedingt. Die schieben das von 2019 haben sie ja schon, also 20 haben sie jetzt schon 2 Jahre geschoben. Mal gucken, ob sie es dieses Jahr durchgezogen kriegen. Ja. Also der Robin, wie heißt der Robin? Söder. Söder, der hat da echt was Cooles auch entwickelt. Wahnsinnig. Auch klein gestartet. Ja. Der hat da echt was Cooles gemacht raus. Ne? Lohnt sich auch als Zuschauer mal hinzugehen. Also ich war vor 2 Jahren, 3 Jahren ist jetzt sehr eingeladen. Ich war auch da. In Wiesbaden, in dem großen Kongresszentrum. Ich war in Darmstadt. Super. Ich war in Darmstadt. Da waren sie noch kleiner dann. Ne? Ich war in Darmstadt. Genau. Da kommen wir auch dann gleich zur nächsten Frage. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Regelmäßig auf der Gedankentankenbühne. Genau, cool. Das war aus der Pistole geschossen. Mehr kann man nicht sagen. Gut, dann kommt die letzte Frage. Dann haben wir auch einiges an Input meinen Zuhörer und Zuhörern gegeben. Für zum Inspirieren, für Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Mit welcher Person würdest du oder hättest du gerne mal zusammengearbeitet? Ach, da gibt es so viele. Ich kann dir sagen, mit wem ich gerne mal essen gehen würde, das wäre Barack Obama. Ah, cool. Ich weiß, in Amerika ist er nicht so beliebt. Also ich war ja sehr viel in den USA unterwegs. Also bei vielen ist er nicht beliebt, aber ich fand, er hat sehr gut mit dem Land agiert und interagiert. Und Zusammenarbeit, da gibt sich immer wieder was. Da möchte ich mich gar nicht festlegen. Da möchte ich auch gar keinen irgendwie auf den Schlips treten, weil sich da schon so tolle Sachen ergeben haben, wo ich auf Kongressen war, wo ich mir vor 2 Jahren nicht vorstellen hätte können in dieser Schnelligkeit. Mein letztes Jahr war ich wieder bei Kongressen mit dabei, mit Jürgen Höller, mit Tobi Beck, mit Hermann. Auch wenn alles nur online, aber immerhin, weißt, also es ist ja auch nicht ohne. Und ich denke, da gibt sich vieles. Da darf man auch ein bisschen geduldig sein. Und ich weiß, dass die ja auch immer ganz gut beobachten, was so geht am Markt. Richtig, genau. Also ich analysiere ja komplett ja alles durch meine Marktanalyse, wo ich da wirklich rausgucke, welche Mitbewerber habe ich. Und ich sage ja, ich habe keine Konkurrenzen. Ich habe alles nur Wegbegleiter, die einem den Weg vorbereitet haben, aber gehe doch meine eigenen Fußstapfen. Ne? Einige oder anderen sagen, soll ich jetzt den Fußstapfen des anderen folgen? Ich sage, nein, geh deine eigenen und mach deine eigenen Spuren und hinterlasse deine eigenen Spuren. Ne? Und das ist. Genau, und die einen oder anderen sagen, du kannst in meine Fußstapfen gehen, du brauchst nicht das und das machen, aber das ist der falsche Weg. Ne? Weil der Fahrstuhl, es gibt keinen schnellen Fahrstuhl nach oben zum Erfolg. Ist einfach so. Und ich finde auch, bleibt euch treu, bleibt authentisch. Probiert nicht irgendjemand zu kopieren, weil so Kopien gibt es genug am Markt und die fallen früher oder später wieder weg. Das ist diese automatische Marktbereinigung. Und jeder findet seine Kunden, die zu ihm passen. Genau. Und ich bin jetzt auch nicht dieser aufbrausende Vertriebler oder dieser Chaka-Chaka-Motivator, wie es so viele gibt, aber das ist ein Markt, man muss sie verbieten.
Spannendes Dings, weil da hat gerade eben letzte Woche der Stefan Kirschner einen Beitrag gemacht mit dem Chaka-Chaka. Ne? Bei ihm gibt es auch kein Chaka-Chaka. Dass er kein Chaka-Chaka-Redner ist. Spannend. Ich mag auch kein Chaka-Chaka. Ne? Bei mir gibt es wirklich Input, der nachhaltig ist und der auch den einen oder anderen inspirieren kann. Und ich habe jetzt durch meinen ersten Bildungsträger, kann ich ja sagen, kann ich sagen, sehr viele Resultate schon von den anderen, von meinen Teilnehmern bekommen, dass die das impulsiv fanden, dass die das zum Nachdenken auffordert und dass die das umgesetzt haben und damit auch Erfolge erzielt haben. Super. Ja. Und das ist doch, wofür wir eigentlich angetreten sind, oder? Zu merken, wie wir Menschen transformieren. Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist das immer das schönste Feedback, wenn ich sehe, wie Menschen aufblühen und wenn ich auch sehe, wie ehemalige Mentees heute unterwegs sind. Richtig. Und das ist für mich große Entlohnung und das macht für mich die Arbeit auch aus, Genau, ja. genau, genau. Das macht für mich viel mehr Wert wie das ganze Große. Aber natürlich ist für mich, sag ja auch immer dazu, meine Leute, Geld ist Energie und Energie ist Verkauf. Wenn du kein Geld hast, kannst du auch nicht verkaufen. Also brauchst du diese Geldenergie, um wieder was zu verkaufen, um was zu kreieren. Ne? So, meine Lieben, Tagesaufgabe für heute. Wenn ihr die beiden Podcast-Folgen hintereinander angehört habt, ist, denkt mal dran nach. Was ist eure Energie und wo steckt ihr eure Energie rein? Was könntet ihr verkaufen, ohne es zu verkaufen zu müssen? Wenn ihr da darüber nachgedacht habt und das notiert habt, dann könnt ihr mir gerne per PN, per Insta mir eine Nachricht schreiben. Das und das haben wir umgesetzt und die Idee haben wir. Und dann können wir gucken, wie wir verbleiben. Und by the way, hinterlasst gerne dem Podcast eine 5-Sterne-Rezension und einen Text. Weil der Podcast lebt nur von dem Feedback, was er auch bekommt. Und es ist eine Non-Profit-Podcast-Aktion. Ich verdiene mit Podcast überhaupt kein Geld, by the way. Und ich mache es aus Leidenschaft. Wir alle Podcaster machen es aus Leidenschaft. Weil der Podcast ist für euch als Zuhörer, Zuhörerin. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge, wo wir über andere Themen sprechen, wieder in einer Solo-Folge. Bis dann. Tschüss, bis dann, vielen Dank für die Einladung.